Willkommen in den Fluxbergen. Ich habe gerade Flugbergen gelesen, aber Fluxbergen. Also schwebende Inselchen in dem Fall. Okay, okay, okay. Hier gibt es echt einiges zu entdecken. Norden, Süden, Osten, Westen, Shop. Warte mal, wo sind jetzt lang? Da oben. Gudrun 77 ist abwesend. Das wichtigste Detail von allen. So, dann... okay, da sollen wir runter. Springen und Jump und... Ich weiß gar nicht, konnte ich gerade sprinten? Ich habe doch gerade keine Leben. Und ja, ohne runterzufallen. Einfach mal durchschlängeln. Was haben wir hier alles? Ach, das sieht so geil aus. Und, ach, ja, was haben wir jetzt noch hier? Genial. Eine Pyramide. Und das sieht so aus wie so ein Regierungsgebäude, sag ich jetzt mal. Oder Firmengebäude. Groß, viele Räume. Aber kleine Fenster, muss ich sagen. Nur ein Block groß. Warte mal, wo ist er jetzt hin? Wo ist er hin? Joa. Wäre es das etwa schon gewesen? Oder ach, von wegen gewesen. Ach, von wegen. Wir haben ja noch haufenweise zu sehen. Okay, dann. Okay. Nicht play, sondern okay. Und das da übrigens ist ziemlich groß, wie das aussieht. Monsterfalle vielleicht oder sonst irgendwas? Weiß ich nicht. Müsste man sich vielleicht auch mal anschauen. Rechter Flügel erbaut von Peter Warnung. Peter oder Peter? Peter. Gut. Upsala. Wir sind in einem Eisgebäude gelandet. Hier kann man sogar durchgucken. Genial. Und rutschen. Schlitter. Kann man auch. Und die Dächer sehen so aus wie aus Diamantblöcken in dem Fall. Liegt wohl an der... Diamantblöcken? Nee, oder? Boah. Und das ist Wolle noch. Sehe ich gerade von hier schlecht. Ich habe in meinem Textur, glaube ich, eine Diamantbrücke erstellt. Was ganz aussieht. Und bunt, muss ich sagen. Also einen roten Teppich auf der Treppe. Jetzt nach oben und kann ich jetzt endlich mal hier was. Geht immer noch nicht. Ich kann noch nichts essen. Kronleuchter haben wir jedenfalls. Da geht mir aber ein Kronleuchter auf. Da drüben genauso. Ups. Goldblöcke mit Fackeln dran. Alles, was gesehen wurde, ist von Spielern aufgebaut worden, also nicht von den Admins. Oh je, ich will gar nicht wissen, was die dann alles hingebaut haben. Naja, Pixelart haben wir gesehen, wir haben diese Festung gesehen, wir haben alles Mögliche gesehen. Und was haben wir da noch? Oh je, gehen ja nicht schlecht. Ein Stück, hau rein, porte mich ruhig. 8-Bit-Welt habe ich schon gesehen, in dem Fall. War ich schon, aber das... Wetten, da gehen wir jetzt gleich hin. Ha, wusste ich's doch. Ich hab's genau gewusst, dass es hier hingeht. Der Regen sorgt halt für Lecken. Schauen wir ganz kurz. Regen! Bitte entfernen, wenn's geht. Bitte, bitte. Erbaut von Kasomir. Wunderbar. Ha, ich gespannt, schon, wer schneller ist. Yoshi war schneller, okay. Die Frage ist, ich meine, was für Funktionen diese Gebäude alle haben. Das würde mich mal interessieren, die Funktion der Gebäude. Bringt das eigentlich was, wenn so viele rumstehen und keiner benutzen? Weil ich sehe eigentlich kaum Spieler gerade. Im Slot sind wir, glaube ich, 50. Ich will nichts Falsches sagen. Und Heilige. Ach jo, geht's noch weiter nach oben? Noch weiter, noch weiter, noch weiter. Okay, das Gebäude war ziemlich groß von außen. Von außen sieht es echt geil aus. Wir kommen auf so einen Baustil, das ist nicht schlecht. Also wer auf so einen Baustil kommt, ist echt genial. Ich würde es glaube ich nicht machen, ich bin eher strukturierter in dem Fall. Wenn wir noch von außen zeigen, ja von außen sieht es auch deutlich besser aus. Kann man raus schon, ah genau. Da war ich gerade drin, hier da, jetzt bin ich oben. So, da, so sieht es von außen aus. So Spalten zwischendrin, dass man rein kann. Mehr so Türmchen eher, die so zusammenarbeiten. Mitte sind noch Windungsgänge. Und natürlich Schneeregion. Dort hinten haben wir noch etwas anderes. Und das Schloss, da ist eine Brücke, die ins Nichts führt, so wie es aussieht gerade. Und ich kann immer noch nichts essen. Tell me why. Ich knaste jetzt gerade Dauer, obwohl ich gar nicht... Da. Jetzt aber. Okay. Schreibe ich mal weiter. Weiter. Auf jeden Fall, das ist auch gut.
Die Frage ist, was dieser Erde-Stack da macht. Mhm. So ein kleines, keine Ahnung, Boing, Dang. Boing und Zang, nach links. Zombie mag Sommestifler 7 nicht. Okay. Ich glaube, das haben Zombies so an sich. Jo. Sorry, falls man es gehört hat, gerade kurz Mikrofon deaktiviert und wieder angeschaltet. Ich hoffe mal, dass es angeschaltet ist und dass ich hier ein bisschen für nichts rede. Ne, ist angeschaltet und ich müsste gleich geportet. Was, bin ich schon geportet? Ne, ich bin immer nicht geportet. Port, please. Port und ach, da ist schon wieder Port. Und ich sehe da einen Creeper. Springen, jumpen. Und ich sehe mal wieder, zählt das als Pixel Art in dem Fall. Das ist kein Bild, aber eine Figur ist es. Aber ich kann es nicht identifizieren, leider. Aber schön anzusehen. Ich kann es leider nicht identifizieren. Sorry, Leute, kenne ich mich nicht aus. Ja, jedenfalls der Typ an der Kanone in der Hand. Oder ist das eine Kanone oder ist das eine Bahnschranke, die er in der Hand hat? Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Kann ich wenigstens hier essen? Ich kann auch nichts essen hier. Ach Gott. Wir haben also schön alles mit Glaskuppeln umzäunt. Was sind das hier? Quarantänebereiche oder? Und. Wow, das sieht ein bisschen astronomisch aus hier. Nicht schlecht. Was für eine Funktion hat das, wenn ich mal so fragen kann? Obwohl, mir, ja, muss ich jetzt schreiben, mache ich aber nicht. Hier sind Löcher zum Rein- und Rausspringen. Okay, jedenfalls, sagen wir so, ist es sehr viel Glas verwendet worden. Wir haben das Ganze also eingezäucht, ja. Eingezäunt. Gegen, keine Ahnung, was auch immer. Okay. Was haben wir alles noch hier so rumstehen? Das scheint ein Durchgang zu sein. So, aha, so. So, ja. Was ist das so gewesen? Da hinten haben wir auch noch ein etwas größeres Gebäude. Oder, ach nee, Porte. Wie groß ist dieser Server? Ich muss sagen, es ist doch wohl etwas... Also, ich sag mal so, wir haben einiges an Gebäuden, die relativ groß sind und davon gibt es viele, also mehrere Projekte. Bei anderen Sachen waren auch mehr Projekte zu sehen oder bei anderen Servern, aber die waren etwas kleiner gehalten, glaube ich. Das ist schon in dem Vergleich echt etwas größer. Ein Original-Nachbau von CS Italy. Okay, also für alle CS-Spieler jetzt gerade in dem Fall. Ne? Warte mal, CS Italy, kenne ich das irgendwo hin? Kenne ich die Map vielleicht? Kenne ich bestimmt. Habe ich bestimmt auch schon mal gespielt, fällt mir aber gerade nicht so spontan ein. Dann um die Ecke. Ne, kommt keiner um die Ecke. Spark of Phoenix killt Diade. Gudisch. Okay. Ich glaube, ich habe lieber Dust gespielt. DE Dust und DE Dust 2. Das war in dem Fall mein Bereich. Mit PvP-Plugin. Ah, okay, kann man sich alles drin kloppen. Oder wann? Das kommt mir bekannt vor. Ja, das kommt mir bekannt vor. Och, haben sie auch noch alles. Team Deathmatch und Capture the Flag. Okay, ich kann immer noch essen. Naja, okay, Capture the Block, ja. Muss ich zustimmen, Capture the Block. Framerate bei 10, warum ist sie gerade bei 10? Kann man es denn bei 9, kann man es denn verraten? Jetzt ist es wieder besser, jetzt auf einmal geht's wieder. Seltsam, mysterious. Okay. Um die Ecke. Lustig wie eh und je. Warte mal, wo sind nicht die Blatt? Ach, da. Avira, Update wurde erfolgreich beendet. Ah, okay, deshalb hat es also gelaggt. Ich beende das gerade mal. So. Okay. Okay, schreiben wir mal. Jo. Kann schon Gedanken lesen. Jo. Und auf zum nächsten. Uah. Holen wir es uns. Die nächste Map. Ich kann immer noch kein Food essen. Okay. Sieht wie eine Burg mal wieder aus. Sprinten kann ich immer noch nicht. Ach, egal, glaube ich halt mal. Ja. Warte mal, war das Schloss, was ich von außen gesehen hatte? Vorhin da auf der großen Brücke? Das kann sein, fällt mir jetzt gerade so ein. Crash Dummy. Hallo.
Oh, konnte ich nicht durch, schade. Bin ich der Chef hier? Kann ich leider nicht. Geht's nach oben, nach oben, nach oben. Ja, es verhält sich so wie ein, was soll ich sagen, Magierturm in Anführungszeichen. Okay, kann ich durch die Wände schauen? Ach, da ist er schon wieder. Ja, okay. Dann geht's hier nochmal nach oben. Und noch weiter nach oben. Ich würde jetzt gerne mal F3 gucken, in welcher Höhe ich gerade bin. Mache ich aber gerade mal nicht. Na nö, kann ich hochspringen? Ja, kann ich. Kann ich, wunderbar. Und jetzt springe ich mal ganz kurz nach vorne und hier auch wieder hoch. Hoffentlich nicht ganz nach unten, das wäre ein bisschen schade. Und was haben wir denn hier alles? Nee, das war was anderes. War nicht das Gebäude, was ich gesehen hatte. Kam mir gerade nur so vor. Okay. Okay. Ein kleines Bürglein auf einem großen Felschen. Ja. In einem Wald. Ich weiß jetzt, ob das ein 1.8-Biom ist oder ob das noch was Älteres ist. Ganz kurz weiter. Ich muss die ganze Zeit ein Gen verkneifen, wie auch schon im letzten Let's Show. Jetzt nicht, weil es langweilig ist, sondern keine Ahnung. Ich habe jetzt schon eine Aufnahmesession hinter mir. Mein Hals tut mir auch weh. Ich habe jetzt schon über eine Stunde Let's Play aufgenommen. Eine Kuh auf dem Baum, genau wie im Let's Play. Warum spawnen da oder latschen da Kühe auf Bäumen rum? Wachsen die da wie Früchte oder was? Muss man irgendwie mit speziellen Mitteln düngen, damit da Kühe dran wachsen oder? Muss eine Kuh dran pinkeln, dann wächst ein oben drauf. Oder ein Schaf oder was rum. Schornstein. Ich werde eh gleich geportet. Geronimo! Und auf die Kuh drauf. Auf die Kuh! Ach nee, nicht ganz. Schade, ich kann einfach auf die Kuh. Jetzt kann ich gerade mal schlachten. Hoffentlich kriege ich hier Food. Ich kann die gar nicht hauen. Ich kann die Kuh nicht hauen. Och nö. Ich wollte schon von ganz oben auf eine Kuh drauf springen. Ah, toll. Die Sauerei kann sich keiner vorstellen. Also, wenn es jetzt real wäre. Minecraft ist Run Out of Memory. Bis gleich.